Ein weiteres Mal heiße ich euch recht herzlich willkommen zu diesen Klängen von Nefisi's Ascension. Und wir starten das nächste Kapitel. Mal sehen, wohin uns diese Reise führen wird. She traveled a very long path. It felt like she was traveling to the other end of the world. Nefisi sensed some things missing from her vision. She needed to collect more orbs so that she could see more clearly. Genau, an dieser Stelle sind wir letztens ausgestiegen und hier steigen wir natürlich wieder ein. Wir müssen wieder Lichte sammeln, ganze 10 an der Zahl, wie gehabt. Da vorne schon das erste. Und diese Umgebung kommt uns doch ein wenig vertraut vor. Ja, hier mit den Schnee und der schneebedeckten Landschaft. Gut, hier diesmal sind es dann Bäume. Ja. Das erinnert auch gleich wieder an Nefisi's Beginns. Also sozusagen eine Verknüpfung von zwei bekannten Szenarien, wenn man so will. Zu einer komplett neuen. So, ja, und wie schon des Öfteren angemerkt, die Gegenden hier sind etwas weitläufiger und es wird nicht ganz so einfach sein, diese 10 leuchtende Objekte zu finden und einzusammeln. Moment mal eben. So. Ich werde mein Möglichstes tun. Ja, ich weiß, ich kenne das Szenario ja eigentlich schon, aber ich kann mich dunkel daran erinnern, dass ich hier ewig rumgesucht habe, um alle 10 zu finden. Hallo? Achso. Und es ist nicht so ganz ohne. Wie man hier sieht, die sind zum Teil recht gut versteckt. Und nicht immer sofort zu sehen. Ich werde erstmal hier unten bleiben. Denn man kann auch zu höheren Regionen aufsteigen. Jo. Gucken wir mal, ne? Da haben wir wieder ein interessantes Gebäude. Auch diese Türme sind nicht so ganz unbekannt. Wir hatten ja schon im Nefisi's Beginn mit so einem Turm zu tun. So, jetzt juckt auch noch die Nase. Ja, das kann ja lustig werden. Ich orientiere mich mal so ein bisschen in diese Richtung. Ja, wenn ich dran denke, wie leicht bekleidet die Dame hier rumrennt und das bei dem Wetter, da wird mir eisekalt, alleine bei der Vorstellung, auch wenn es real so langsam Sommer da draußen wird und die Sonne lacht und es durchaus schon wieder sehr angenehm warm geworden ist. So, ich glaube, da wartet Nummer 3 auf uns. So, doing. Das war er. Ja, also real möchte ich hier nicht durch die Gegend rennen müssen. Das wäre mir ein bisschen zu schattig. Das sparen wir uns noch auf für später. Wie gesagt, ich will erstmal hier unten bleiben. Und hoffe, dass ich hier so in der Ebene erstmal alles finden werde an Lichte, die es hier so gibt. Und in diesem trüben Wetter sind selbst diese leuchtenden Orbs nicht immer sofort zu sehen.
Das kennt man ja auch noch anders. So, ich schau mal hier. Oh, Nummer 4. Doing. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Geht einigermaßen voran. Aber halt auch nur einigermaßen. So. Weiß, ich höre mich im Augenblick sehr pessimistisch an, aber es hat seine Gründe. Ja, ich habe, wie gesagt, hier schon ein wenig Erfahrung sammeln können und ich bin ursprünglich hier also wirklich rumgeirrt. So. Ich hoffe, dass das Ganze diesmal etwas schneller vonstatten geht. Kann ich? Ich kann springen. Ja klar, ich kann springen. Ich muss hier sogar springen können. Manchmal geht es nicht anders. So, und ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte sein, dass ich schon zu langsam hier in dieser unteren Ebene auf den Weg zurück bin und somit das Maximum an dem, was man hier unten finden kann, erreicht ist. Ja, das würde also bedeuten, 4 von 10, nicht mal die Hälfte, hätten wir hier unten gefunden, wenn ich nicht irgendwas übersehen habe. Und dafür kann ich definitiv nicht garantieren. Nicht hier in diesem Szenario. Das wird sich aber alles klären im Laufe der Zeit, denke ich. So, kurzer Kontrollblick. Die Aufnahme auch wirklich funktioniert, gemacht wird und vor allen Dingen der Ton durchkommt. Die Musik ist plötzlich verstummt. Soll mir das irgendetwas sagen? Ich glaube nicht. Keiner Zufall. Ja, und ich denke schon, wir sind hier so langsam überall gewesen, hier unten. Ich meine, wir wären hier an diesem Baumstumpf schon mal vorbei spaziert. Der kommt mir sehr vertraut vor, weil dann hier auch dieser Turm ist. Und das sagt mir, wir müssen eine Etage höher. Es wäre zumindest ratsam, dies zu tun. So, ja, und jetzt ist natürlich schon die Frage, wo gehen wir lang? Da sehe ich die nächste leuchtende Erscheinung. Interessant, interessant. Nummer 5, jede Menge. There was still much that Nafisi did not understand about the orbs. She knew that they gave her powers. The power to heal. To be stronger. To see better. And upon occasion, the power to kill with a single touch. Her father had taken her on many a stag hunting trip when he was young, and had taught her many wise things about the nature of power. It was not something to be abused, he said. Use your powers for good whenever possible. Do not kill, unless you must. In the years since his death, she had tried her best to live by these very words. Ja, ja, aber der Vater ist tot. Also Verlust, Krankheit, das zieht sich so auch ein bisschen durch ihr Leben, ne? So das Gefühl. Ja, in einem anderen Spiel, das ich aktuell noch spiele, würde ich jetzt hier anfangen, wie wild irgendwie zu looten. Nur, das geht hier leider nicht. Gut. Ja, jetzt ist die Frage, in welche Richtung soll ich mich weiter wenden? Ich gehe mal hier wieder ganz normal hoch. Immerhin. 5 von 10. Das lässt hoffen. Wir wären dann hier hochgekommen. Insofern also egal. Ich vermute mal, dass das ein Gebiet war, das wir da unten schon abgegrast haben. Aber ich kann es, wie gesagt, nicht garantieren. Kontrollblick muss sein. Ja, Frage, Frage, Frage. Komm ich nicht weiter. Ich muss nach unten. Ich muss an anderer Stelle sehr wahrscheinlich wieder hoch. Zack, erstmal voll gegen den Baum. Vielleicht hätte ich da auch nicht runter
gemusst oder gesollt, sondern hätte einfach nur eine andere Richtung einschlagen müssen. Es ist eine Frage, die ich jetzt auch nicht so aus dem Stegreif beantworten kann, was da jetzt richtig und was da jetzt falsch ist. Ich bleib erstmal noch mal kurz hier unten und guck mal, ob ich an einer anderen Stelle hochkomme. Zum Beispiel hier. Das könnte durchaus der Fall sein. Jetzt sieht das ganz gut aus. Ja. Und da ist das nächste Licht. Das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr schön. Boing. 6 von 10. So, hüpf. Hüpf geht nicht. Hier sieht es nicht so aus, als wenn da irgendwas... Oder vielleicht doch. Mal guck. Nummer 7. Ja, wie gesagt, die sind also durchaus schon mal etwas versteckt, ja. Nummer 8. Erstaunlich, erstaunlich. Boing. Und ich bin immer noch nicht ganz unten. Das kann aber kommen. Gut. Ja, manchmal ist es mit dem Fallen bei ihr nicht so ganz ohne und dann sind wieder Fallhöhlen, Höhen möglich, die glaubt man gar nicht. Moment. So, noch 2 Stück, aber ich glaube, hier komme ich nicht weiter. Ich kehre mal um. Auch für den Fall, dass das vielleicht nicht so ganz richtig gewesen ist. Aber ich will es nochmal auf der anderen Seite oben versuchen. Wir hatten da ja kurz was gesehen. Da dieses Fähnchen. Weiß jetzt nur nicht genau. Ah ja, hier kommt man hoch. Gut. So. Ist gar nicht so sicher. Ich glaube, hier waren wir auch noch nicht. Ne? Das ist noch komplettes Neuland hier. Ach, schon mal guck, was man da so alles entdecken kann. Läuft bis jetzt ganz gut, aber das ist das vorletzte Licht, was wir benötigen. Und ihr wisst es ja, das letzte ist immer das schwierigste. So, hier haben wir diesen netten Turm, mit dem wir genau nichts machen können, glaube ich. Ist auch weiter nichts. Den haben wir ja erst von unten gesehen, da sind wir ja dran vorbeispaziert. Und der ist zwar sehr schön anzusehen, wie ich finde. Macht was her. Aber wir kommen da nicht rein. Da führt kein Weg rein. So, 9 von 10. Ich bin guter Hoffnung. Und ihr wisst ja, die Hoffnung, die stirbt zuletzt. Ich glaube, hier unten sind wir lang spaziert. Da war weiter nichts. Dann sollten wir uns vielleicht hier oben noch ein wenig umtun. In der Hoffnung, hier das fehlende Licht zu finden. Wo führt uns denn dieser Weg? Da ist es tatsächlich. Das war jetzt wirklich ein Zufallstreffer. Das könnt ihr glauben oder nicht. 10 von 10. Wir sind komplett. Es passieren Dinge. Skelettkrieger um ein uns nicht ganz unbekanntes Haus, das zumindest ähnlich aussieht wie ein Häuschen, das wir schon mal besucht haben und wo wir nicht achso, das ist der Turm, wo wir nicht in die obere Etage kamen. Ich weise da nur ganz kurz drauf hin, so als kleine Erinnerung. So, ja, wir haben alle Lichter und jetzt muss hier irgendwo ja das Häuschen sein. Mit diesen komischen Kriegern. Und ist bestimmt nicht gut, wenn man denen zu nahe kommt. Die komischen Zombies oder was das da waren, die waren ja schon
äußerst unangenehm, so vom Erscheinungsbild her. Und ich denke, die werden auch nicht besonders nett gewesen sein, wenn man denen zu nahe kommt. Trau mich nicht runter. Ich glaube, man merkt es nicht. Ich fühle mich hier oben ganz wohl. Weiß im Augenblick auch nicht genau, wo das Haus zu finden ist. Aber ja, es bleibt uns nicht erspart. Wir müssen wieder in die untere Ebene. Da ist das Haus. Wir müssen da mit Sicherheit rein. Jetzt ist die Frage, wo ist der Eingang? Und wo treiben sich diese ganzen Skelettkrieger rum? Das Problem ist, wir haben nicht den Ansatz einer Waffe dabei. Wir können uns also nicht zur Wehr setzen. Da gibt es keinen Eingang auf dieser Seite. Das heißt, ich muss auf die andere. Kann jetzt nur auf meine Schnelligkeit bauen. Rein da, rein da, rein da. Das hat geklappt. The next statue had to be somewhere inside this house. The only question was, where? Genau. Das ist die Frage. Wo ist diese Statue? Und ich glaube, wir werden sie hier irgendwo finden. Bin ich ganz optimistisch, dass das klappen wird. So. Naja, das mit den Skelettkriegern hat dann doch besser geklappt, als ich erst gedacht habe. Das sieht schon wieder sehr, sehr schön hier aus. Durchaus ein Gebäude, in dem man bleiben möchte, auch wenn es nicht das gleiche ist, das wir vom zweiten Teil her kennen, also von Nefisis Begins. Das hier ist ein bisschen sehr düster. Kann doch weiter nichts zu sein. So, die Türen konnten wir bis jetzt nicht benutzen. Ich sag nichts. Und, nun gut. Hier? Okay, okay, okay. Gehen wir hier weiter. Die Tür ist, unbenutzbar, zumindest im Moment noch. Keine Ahnung, ob sich das vielleicht noch ändern wird. Aber irgendeine Tür sollte benutzbar sein. Ja, nur weit und breit keine Statur. Was haben wir hier? Einen Schlüssel. Gibt Grund zur Annahme, dass wir hier irgendwo eine Tür aufschließen können. Ja, mit Sicherheit eine Leseratte ihr Domizil. Eine wunderschöne Standuhr, die aber anscheinend nicht mehr funktioniert. Also steht da rum, aber tickt nicht. Und eine weitere Tür, die sich öffnen lässt. Aber da wir den Schlüssel noch haben, scheint dieser für eine andere Tür vonnöten zu sein. Und ob man hier irgendwas findet, das weiß ich auch nicht. Tja, 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 tja. Ein gar netter Strohhut, glaube ich, soweit ich das hier in diesem Halbdunkel sehen kann. Es kann auch einfach nur ein Sonnenhut oder ein Damenhut irgendeiner Art sein. Seht es mir bitte nach. Erstens kein Fachmann für Hüte und zweitens, wie gesagt, in diesem Halbdunkel. Das ist ein bisschen schwierig gewesen, jetzt genauer zu erkennen.
So, ich mache hier nochmal die Runde. In der Hoffnung, dass irgendeine Tür sich noch öffnen lässt und mit diesem Schlüssel irgendwie in Verbindung steht. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir mal noch eine Etage tiefer. Ganz offensichtlich ist die passende Tür zu diesem Schlüssel im Erdgeschoss zu finden. Frage, rechts, links, geradeaus, keine Ahnung. Versuch's mal hier. Ah! Wo die steht? Fliegende etwas in der Luft, in diesem Raum. Diese etwas sehen irgendwie anders aus und sie sind. Eieiei, ach je, ein Rätsel. Das ging schneller als gedacht. Und da öffnet sich eine weitere Tür und da ist dann die entsprechende Statue zu finden. Das ist ja mal nett. Ein nettes kleines Rätsel am Rande. Und das könnte die entsprechende Tür genau... Es könnte nicht nur, das ist die entsprechende Tür, die uns dieser netten Dame führt. She found her way back to the pedestals and was eager to place the fourth one in its rightful place. All that remained then was to face all the statues in the same correct direction and the final gate would open. Genau, und dieses letzte Tor, das werden wir dann in der nächsten Runde öffnen. Hoffe ich doch. Bis dahin, alles Gute. Wie gesagt, sollte euch die Folge gefallen haben, dann würde ich mich über ein Däumchen rauf sehr freuen. Und wir sehen uns in der letzten Runde dann wieder. Bis dahin!